Hallo und herzlich willkommen zu Lionheart. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Seit dem letzten Mal ist eigentlich offline-mäßig nichts passiert. Ich stehe eigentlich noch genau da, wo wir zuletzt waren. Und ich hatte mir jetzt gedacht... Nanu? Also, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der nächste Tag beginnt. Also, bis halt... Na, sag schon. Na, bis die Welle kommt, genau. So, ich würde sagen, das Essen, was wir da haben, das nehmen wir mal weg. Hier haben wir noch Trinken. Das Leder nehmen wir auch nochmal weg. Oh, da ist noch... Ah, aber guck mal, so produziert man auch verrottene Lebensmittel. Das passt auch ganz gut. Motivation muss erstmal wieder steigen. Genau. Es gab auch übrigens ein Update wieder. Und so wie ich gesehen habe, gibt es neue Sachen zum Bauen. Wollen wir mal direkt gucken. Struktur. Genau, jetzt gibt es nämlich hier Stein- bzw. Zementtreppen und Betontreppen und sowas. Hat auch was. Außenbereich. Da hat sich jetzt nichts verändert. Einrichtung hier. Da guck mal, gibt es zum Beispiel jetzt einen Kamin. Finde ich sehr schön. Den können wir nachher auch bauen, wenn wir mal ein richtiges Haus haben. Das dauert leider noch. Und hier Nachttisch gibt es dann. Und auch hier einen Kleiderschrank. Da freue ich mich schon drauf. Dann machen wir ein paar Kleiderschränke. Dann machen wir extra einen Raum nur für Kleidung. Oder irgendwie sowas vielleicht. Mal gucken. Hier noch Vasen und so. Sehr nett. Gut. Oh, hier ist auch alles immer voll. Moment mal, gehen wir mal hier kurz rein. Da hatten wir hingehängt. Also egal, was für ein Fleisch du da hinhängst, es wird automatisch zu Trockenfleisch. Okay, gut zu wissen. Echt gut zu wissen. Tun wir das mal hier hin. Wir da mal zwei hin. So, die anderen beiden können wir erstmal verstecken. So, jetzt haben wir natürlich richtig einen schönen Schneesturm hier gerade. So, das Leder. Tun wir sonst erstmal hier hin. Ja, die Verbänder tun wir da mal hin. Flasche ist leer. Sauberes Wasser haben wir dann noch. Ja, komm, tun wir den erstmal hier rein. So, Brühe. Ja, für Protein und so kriegen wir auch noch hin. Körperlich, oh ja, wir sollten einmal kurz schlafen. Weil ich würde dann gerne mit euch nochmal auf Erkundungstour gehen. Bis halt die Welle beginnt. Wie sieht das hier aus? Ja, passt. Oh. Ah, so ein Einsteigen, ne? Ist noch so eine Geschichte. Eigentlich können wir den noch auflassen, ne? So, wir sind hier und ich würde jetzt da mal hinfahren wollen. Ja. Wird schon schief gehen. So, fahren wir mal langsam durch die Geschichte hier. Weil wir sind ja immer noch auf der Suche nach Kalkstein. Und vielleicht haben wir da hinten ja irgendwie mehr Glück. Ich dachte echt, das wäre die Mine. Aber wie wir da ja herausgefunden haben, ist das alles Salpeter und Eisen. Ist zwar auch schön, aber... Ja. Gerade nur nicht brauchbar. So, wenn ich das richtig sehe, dann wird da schon wieder unser Bär rumdauern. Ja. Der steht tatsächlich immer wieder da. Okay, interessant. Wirklich sehr interessant. Bin auch mal gespannt, wie lange der uns verfolgen wird. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ah, wir sind gleich da.
Das Schöne ist, wenn so ein Schneetreiben ist, ne, du findest nicht die Straße. Also theoretisch wäre die Straße hier. Aber wir sind auch wohl zu weit weg, der Bär ist wohl wieder umgedreht. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ha! Okay, so ein Industrieding hier irgendwie. Jo, die Gäste, die kommen. Selbst wenn so ein Schneetreiben ist, sag mal, seid ihr irgendwie anders? Okay, irgendwie komisch. Munition 5,56, ne? Ja. Aber ich hoffe, wir kriegen auch noch mal irgendwie die Möglichkeit, die Dinger zu reparieren. Die Waffen. So, schnell mal einsammeln. Weil den Stoff können wir ja noch gebrauchen. Entschuldigung. Das wird jetzt öfters mal leider vorkommen. So, 9 mm, ne? Perfekt. So, einmal nachladen. Einmal ins Auto rein. So, wenn wir einmal ein bisschen provisorisch hier reinfahren. So, wir werden mal hier so stehen bleiben. Also exzellent vorbeigeschossen, haben wir am ersten Schuss gesehen. Der war ja toll. Okay, ich weiß nicht, was deine Mission da gerade ist, aber schön, dass sie klettern können und auch irgendwie nicht. Damit hätte ich ja natürlich jetzt nicht gerechnet, dass sie einfach so klettern können. Vielleicht wurde es auch mit einem Update korrigiert oder vielleicht war der auch eine Ausnahme. Ich finde es aber echt schlimm, dass sie nicht lang genug liegen bleiben, dass du sie looten kannst. Oder dass der Loot wenigstens einfach noch liegen bleibt, weißt du? Naja, gut. Oh! Es liegt hier einfach was rum. Kupfererz und so. Sehr gut. Ah, da kommen wir nicht rein. Also schon mal direkt den ganzen Boden absuchen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Stein, okay, das ist dann, ja, nimm aber trotzdem erstmal mit. Oh, jetzt wird's interessant. Was kriegen wir denn hier so Schönes? Ach, du glaubst es ja nicht mehr. Jawoll, Jackpot, Leute. Aluminiumerz und so. Kalkstein, ja. Nimm direkt mal alles mit. Na gut, den Stock vielleicht jetzt nicht, aber die Kohle auf jeden Fall und den Topf, den auf jeden Fall. Wir brauchen ja sogar noch mehrere Töpfe. Wegen diesem einen Essensdings da. Was war da? Diese Kochstation? Oh, eine Eisenmachete. Jawoll. Brecheisen, Eisendolch. Nehmen wir alles direkt mit. Den Vorschlaghammer, den können wir direkt mal gleich umbauen. So. Also das Gute ist, wir werden hier wohl öfters hinfahren, weil das kriegt man nicht alles in einer Tour mit. So. Zerlegen. Und da wir jetzt, ach so. Ja gut, dann schmeiße ich den jetzt hier hin, dann behalten wir den und tun den da oben hin. So, Brecheisen. Ja, das können wir noch öfters gebrauchen, denke ich mal. Jetzt haben wir auch eine wunderbare Eisenmachete, das ist schön. Dann können wir mal die andere benutzen, die wir noch haben.
Und ja, wenn die kaputt ist, können wir dann diese nehmen. Das finde ich sehr gut. Okay, na, da ist nichts. Was ist hier? Ein Hammer. Guck mal, der ermöglicht nur das Bauen. Jetzt will ich mal einmal wissen, dieser Hammer. Ups, wenn ich auf 5 ausrüste. Ne, ist einfach nur zum Hauen, ist der. Schade. Warum soll ich den dann haben? Nur mal so nebenbei. Aber das Gute ist, wir können diesen Hammer jetzt benutzen und ihn einfach mal zerlegen. Ja, ich muss doch erstmal anlegen. So, jetzt zerlegen. Ich weiß zwar nicht, auch nicht, warum das mit Messer alles so sein soll, aber ist okay. Aber das Gute ist, wir kriegen Eisenbahn dann nochmal oder Stahl, was auch immer. Ne, Eisen einer nur, ist auch okay, kann ich mitleben. So. Sehr gut. Es ist, wie es aussieht, ist wohl dieser Schneesturm vorbei. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, noch ein Topf, wunderbar. Baumwolle, Kalkstein, ja, herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Ich wundere mich, geht's gesundheitlich nicht so gut, also. Na, wenn du Bescheid wirst. So, was haben wir hier? Nichts. Ja, komm, wir haben gleich 4 Töpfe voll. Das ist gut. Silbererz, Lehm, Holzkohle. Eine Spitzhacke, die muss mit. Die muss definitiv muss die mit. Das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Nehmen wir mal, konsumieren wir mal eine Runde. Was ist das eigentlich? Ach, die Motivation, die müsste mal bald mal steigen. Durstig, ach komm, dann hauen wir noch einen rein. Passt. Dann haben wir noch mal ein bisschen Platz, dann können wir das so machen. Da kommt die Suppe jetzt hin. Perfekt. So, die Machete kann da hoch. Wunderbar. Gefällt mir. Ich mag das hier. Dieser Ort ist gut. Jawohl, zwei Hammer aus Stahl, noch eine Stahlhacke. Sehr schön, sehr, sehr schön. Oh, da unten geht's noch weiter. Silbererz, Stein, ja, nehmen wir erstmal mit. So. Die Stöcker brauchen wir jetzt ja nicht so unbedingt. Gut, gucken wir nochmal nach, ob da nicht noch was ist. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Sehr gut, sehr gut. Das war jetzt nur ein kleiner Teil übrigens, ne? Das war jetzt nur ein ganz kleiner Teil. Ja, noch eine Eisenmachete, Eisendolch, Eisenmesser. Wieso Eisenmesser? Was ist denn da eigentlich? Naja, gut. Erstmal zum Auto. Cool. Okay, ist es hier kein Sound? Warum ist hier kein Sound? Eigentlich müssen wir erst mal den Schnee und so hören, aber. Okay, also Spitzhacken erstmal rein. Die Eisenmacheten. Das Zweihandschwert hier. Sehr gut. Die Töpfe. Die Töpfe sind sehr wichtig. Jawohl. Hahaha. Cool. Das ist richtig cool. Wenn wir jetzt noch einen so einen Topf finden könnten. Weißt du, dann haben wir einfach Materialkosten gespart. Oh, das freut mich. Also ich bin gerade sehr zufrieden hier. So, dann haben wir auch noch Silbererz. Aluminiumerz ist auch toll. Kalkstein auf jeden Fall. Da hätte ich natürlich noch viel, viel mehr gerne von. Kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin. So ein Brecheisen da nochmal hin. Aber dass wir normale Kohle bekommen haben, ist schon mal toll. So, Kupfererz geht eh nur so. Als Fünferding. Passt. So, sammeln wir erstmal weiter. Es wird dunkel, aber wenn wir Schnee haben, passt das auf. Was haben wir hier? Stein. Aluminiumerz. Kupfererz. Aluminium. Aluminium. Silber. Silber. Schön. Also hier ist so eine Förderstation oder sowas, wa? Aluminium. Kupfer. Echt cool. Oh, da liegt überall noch mehr rum. Das Einzige, was wir dann immer wieder als Problem haben, Aluminium, Lehm und Eisen, ist, dass wenn wir jetzt hier wieder weggehen und ja, wieder hierhin zurückkehren,
dass die Zombies dann leider wieder da sind, ne? So, ein bisschen Leben. Oh, das gab aber mehr. Ha, geil. Also es steht zwar nur da, dass man es aufsammeln kann, aber du siehst nicht die Anzahl. Guck dir das mal an. Herrlich. Das ist gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Aluminium. Ja, und es... Gut, wir können jetzt noch mal ganz kurz einsammeln. Aber das Problem ist, es bewahrheitet sich. Wir müssen gleich schon wieder umkehren. Aber es ist okay. Wir haben ja schon mal einen großen Fund gemacht. Das finde ich sehr, sehr schön. Gucken wir noch mal nach, ob wir das hier oben noch mal schnell fertig kriegen. Was ist hier? Haben wir den auch schon? Alles klar, alles klar. Den hatten wir jetzt. Da fehlte noch die Brechstange. Die muss mit. Jetzt gucken wir noch mal hier. Okay. Und hier wird bestimmt was drin sein. Ja, natürlich. Eisenachs, wunderbar. Holzkohle, Kupfererz, sehr schön. Die Stöcker sind ja jetzt nicht so wichtig. Aber eigentlich, komm, wir nehmen sie nochmal mit. Da war ein Stock. Irgendwo waren sie doch hier auch noch vertreten, glaube ich. Da, so, fünf Stöcker. Was war das? Ach so, das, was sie weggeschmissen haben. Hier ist noch ein Stock. Irgendwo war es, glaube ich, hier auch. Ne, gut, so, unten müssen wir nochmal machen. Kriegen wir auch noch hin. Gucken wir nochmal nach, dass wir das hier oben nochmal fertig kriegen. Ja, wunderbar. So, was haben wir hier? Jawohl, da ist der letzte Topf. Genial. Und nochmal Zement obendrauf, Erze, Kupfer, ja. Erze, Kupfer, nee. Ach, egal. Bin schon ein bisschen durcheinander. Alles okay. So, oh ja. Komm, die sammeln wir noch alle ein. Silbererz. Ah, zwei und ein, genau. Stein. Drei Steine. Kupfererz, drei Stück. Silbererz, nochmal einer. Ja, wunderbar. Cool. Ich mag das ja hier. Nur irgendwie merkwürdig, dass der ganze Sound weggegangen ist. Hä? Also, ich habe jetzt nichts gemacht. Ich verstehe nur nicht, warum der. Schneegeräusch und alles jetzt weg ist. Salpeter. Oh, jetzt sind wir voll. Mist. Gut, der eine Stock muss weg. Alles klar. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich werde jetzt einfach direkt nach Hause fahren und dann gleich, wenn wir hier wieder ankommen, mache ich dann weiter. So, wir sind wieder an der Basis und jetzt kommt erstmal das Sortierungsproblem. Und ich glaube, ich werde erstmal gleich einen Schmelzofen hier reinstellen. Ja, muss mal gucken, wie ich das weitermache. Auf jeden Fall. Ah ja, Werkzeugkasten so. Topf und so weiter. Können wir schon mal anfangen. Haben wir schon mal einen Topf drin. Eisenbahn. Ach, die haben wir natürlich wieder im Auto gelassen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gezeigt habe, aber ich mache das jetzt einfach mal. Hier sieht schon mal so, ist die erste Etage. Habe hier ein paar Truhen schon mal hingestellt. Hier kommt nachher Apothekertisch hin, mit links und rechts noch eine Kiste und so weiter. Hier ist unser ganz normaler Verarbeitungstisch. Und hier kommt schon der bessere Tisch hin. Und ich finde, so mit den Truhen hat das auch irgendwie was. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Und hier schon mal die Treppe, die nach oben geht. Aber das muss erstmal wieder, ne, gemacht werden. Und interessanterweise habe ich es jetzt auch hinbekommen, dass man den hier hat. Den Holzboden. Sieht dann eigentlich theoretisch auch ein bisschen besser aus, nur das Problem ist, dass er halt hinten rausguckt. Ich meine, gut, wenn man draußen nicht nachguckt, dann ist es okay. Müssen wir nochmal sehen, ob wir das so bauen oder nicht. Das sieht man dann ja. Ja, ich werde erstmal kurz versuchen, das irgendwie alles einzusortieren. Und ich glaube, wir nehmen dann auch gleich nochmal Planken und so mit. Und ein paar einfache Teile, dass wir einfach da drüben kurz mal so drei Kisten oder so hinstellen. Und das, wenn wir dann alles gesammelt haben, dass wir das dann direkt da lagern können. Aber jetzt haben wir auch das große Problem. Es ist Tag 35. Also ich würde sagen, ich werde jetzt diesen Tag jetzt hier mit verbringen, bis die Welle kommt. Und wenn die Welle vorbei ist, dass wir dann da wieder hingehen. Gut, dann sehen wir uns, denke ich mal, gleich bei der Welle wieder. So, es dauert nicht mehr lange bis zur Welle. Ich wollte noch mal ganz kurz was kochen.
So, ich will noch mal sehen, ob dieses Bärenfleisch irgendwie was Bestimmtes hat, aber eigentlich eher nicht. Also ist glaube ich auch egal, ob du Trockenfleisch oder das normale Fleisch. Also ich denke mal, da wird jedes Mal eine Brühe rauskommen. Gehe ich jetzt ganz stark von aus. Ist egal, wie du es drehst und wendest. Das ist auch okay. So, ich musste die Falle ganz kurz einmal ein bisschen umbauen, weil ich festgestellt habe, irgendwann kam mal einer rein. Zumindest hat er es versucht. Und ein Baumstamm, also von der Baumstammfalle war ja, ausgelöst worden. Und ich kam halt hier nicht mehr ran. Jetzt habe ich das ein bisschen umgebaut. Jetzt sieht das so aus. Da ist einmal zu. Dann sind die beiden hier und einmal der da. Ja, sollte jetzt klappen. Wir werden es auch gleich erfahren. So, wir haben ja hier unseren schönen Turm. Die Türen sind zu. Sehr gut. Wir werden erstmal eine Brühe schlürfen. So, und jetzt einmal nicht erschrecken, bitte. Und. Uiuiui. So, von wo kommt ihr denn? Es gibt Zombies in der Nähe. Ach, da! Jetzt laufen sie da hinten lang. Okay, die spawnen immer irgendwo anders. Da kommen sie. Ah, hier auch noch. Ja, da kamen die Pixers. Wunderbar. Springfreudig sind sie auch noch. Oh, da müssen wir noch mal was anderes kreieren. Wenn sie so durchspringen hier. Ach, guck mal, den einen hat er gar nicht ausgelöst. Oh Mann. Na, na, na. Oh, keine Munition mehr für das Ding. Ach, da, du da hinten. Okay, dich treffe ich irgendwie überhaupt nicht. Ja, es ist noch nicht perfekt. Ja, und die saß da irgendwie fest. Ach, da ist noch einer. Oder sie ist nicht gestorben gerade eben. Kann auch sein. Also auf jeden Fall laufen sie durch. Sie kriegen Schaden. Das ist okay. Ah, reparieren müssen wir auch. Oh. Noch mehr. Aber wo kommt ihr denn jetzt her? Ja, die fliegen ja auch ganz gerne mal. Ah, ne. Okay, dann. Irgendwie habe ich wohl gerade einen komischen Sound in meinen Ohren. Gefällt mir gerade nicht. Oder ist es jetzt am Spiel? Ich weiß es nicht. Oh, ah, oh. Ja, man merkt irgendwie, ist schon wieder der Sound weg. Also am besten wäre mehrere von dem hier zu haben.
Weil das mit dem Baumstamm, das klappt da irgendwie hinten und vorne nicht so. Also mit der Baumstammfalle da. Aber gut, vielleicht haben wir das nächste Mal auch Glück und könnten schon eventuell ein bisschen Strom haben. Toll wär's ja. Ich meine, man kann das natürlich jetzt auch einfach alles jetzt direkt in eine Reihe machen. Das würde auch gehen. Weil man merkt ja, wie springfreudig die sind. Ja, gucken wir mal. Aber jetzt nicht. Wir haben jetzt nämlich eine ganz andere und auch viel wichtigere Aufgabe. Kohlenhydrate. Ja, machen wir es mal den. Oh, wir werden jetzt nochmal erstmal gemütlich abhusten. Und dann nehmen wir den jetzt noch. Dann werden wir nochmal was trinken. Und dann sollten wir. Ja, das passt. So, jetzt sind wir vollständig bedient. Sehr gut. Wie sieht das eigentlich aus mit schmutzigem Wasser hier? Ja, können wir nochmal was holen? Nochmal ein Stöckchen opfern. Ja, es ist arschkalt. Wir haben es schon herausgefunden, dass dem so ist. So, einmal kurz pausieren. So, wir sind wieder da. Und erstmal eine Vollbremsung gemacht. Wunderbar. So, wie wir es erkennen, werden eigentlich alle Patienten wieder da sein. Oh, das war nicht so gut. Oder auch nicht? Sind sie immer noch tot? Das ist gut. Und nee, da kommen sie schon. Oh, keine Munition mehr. Was war es? 9 mm, ne? Ja, nehmen wir gleich mal. Ja, was habe ich denn da? 44er. Ach, für den auch noch. Ja, siehste. Aber es sind nicht mehr so viele wie vorher. Gut, kann natürlich sein, dass sich das alles nochmal ändert, wenn wir nochmal speichern und neu laden, aber das wollen wir jetzt gar nicht erst herausfinden. Aber kann trotzdem sein, dass wir den Großteil erstmal erledigt haben, der hier war. Dass die eine gewisse Spawnzeit brauchen oder so ähnlich. Aber guck mal, irgendwie spinnt der Sound ein bisschen. Ja, wird wohl irgendwas mit dem letzten Update zu tun haben, gehe ich mal von aus. Oh, ich hasse es ja, wenn so einer auf einen zurennt, ne? Das ist nicht schön. Und dann ist er noch springfreudig, weißt meine Herren. Und dass du fast nie was bekommst von denen, das ist auch so ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Gut, fahren wir mal ein Stück vor. Beziehungsweise fahren wir wieder rückwärts rein. Ah, da kommt der nächste Patient. Und uns mal gleich gebührend um ihn kümmern. Das Gute ist erstmal vorbeischießen. Vorbeischießen muss gelernt sein. Das kann auch nicht jeder, das weiß ich. Sag mir mal. Na also. Also ich weiß auch noch nicht genau, was das ist. So eine Abbaustation, so ein Förderungsding hier irgendwie. Wieso konnte ich nachladen, obwohl ich voll war? Das kann mir auch, glaube ich, keiner erklären. Gut. Ja, Schnee und quietschende Reifen, das klappt auch immer so gut. Auf jeden Fall, wir sehen ja. Gut, das hat noch ein paar Optimierungs. Ja.
Darf nochmal optimiert werden. So, komm her, mach mal Licht bitte aus, danke. Es wird ja auch schon taghell gerade. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn wir jetzt hier irgendwie so hier draußen mal kurz mal den Gegner erstmal platt machen. Mann, dieses Gewehr ist schon echt fantastisch. Also wenn er kurz zum Exitus ist, werde ich, glaube ich, erstmal alle Dinge abnehmen, weil ich habe das Gefühl, wenn das Ding kaputt geht, dass du die ganzen Sachen, die da drauf sind, auch weg sind. Aber notfalls bei der kleinen Pistole hier, wenn wir mal einmal kurz gucken, ich weiß auch nicht, wie man das repariert. Wartung vielleicht, genau. Ach so, sollten wir mal testen. Wartung mit Waffenöl, vielleicht können wir das doch reparieren. Oh. Probieren wir gleich beim nächsten Mal aus. Stimmt ja. Man sollte auf das mal gucken, was das da alles so ist. Na, gut. Auf jeden Fall dachte ich, weil es gibt ja hier 10.000 Sachen und wir können nicht alles auf einmal mitnehmen. Machen wir einfach hier fünf Kisten hin. Vier Kisten hin. Die knallen wir voll. Machen wir ungefähr hier so, dann sollten wir die Leute auch nicht gleich aufschrecken. Würde ich sagen. Aber hier ist, glaube ich, auch eine Straße, ne? So ähnlich. Aber wir können es uns auch hier vormachen. So, stellen wir mal vier Stück einfach hier hin. Oder machen wir so. Zack und so. Weil ich habe das ganze Material dabei. Ist ungeschützt, ist mir klar. Keine tragende Struktur. Okay, jetzt wird es natürlich noch ungemütlich. Es steht doch auf festem Grund, wie. Ach ja. Gucken wir auf Karte. Theoretisch wäre das erst eine Straße und so weiter. Dann stellen wir es einfach hier rein. Muss ja auch gehen. So, das wäre auch eine tragende Struktur. Wow. gut. Diese Intelligenz, ne? Diese Intelligenz, wirklich grandios. Och Mann, ich wollte doch jetzt kein Fundament und sowas extra bauen. Aber anscheinend muss das wohl so sein. Och, wie ätzend, ey. Oh, und auf so ein Fundament, ich glaube, wir brauchen zwei davon. Aber guck mal, man sieht, selbst der will hier sich nicht bauen lassen. Hä, wie komisch. Da vielleicht. Guck mal, da hat er nichts gegen gehabt, ne? Pass mal auf. Schau mal hin. Es ist, ja. Okay. Lassen wir einfach so stehen. Ja, gut. Es ist, wie es ist. Den Bauhammer kannst du wohl jetzt irgendwie nicht wegnehmen. Warum? Hallo? Jetzt gehen meine Tasten nicht mehr. Ist. Hallo? Ich kann doch laufen. Ich kann die Waffen nicht umrüsten. So, einmal befreien. Jetzt geht's wieder. Oh Mann. Also der letzte Patch hat ja alles verbuggt irgendwie. Auf jeden Fall, das, was wir wollten, ist geschafft. Wir haben jetzt hier die Kisten und ne, alles, was wir jetzt so kriegen, das kommt da jetzt rein. Gut, dann können wir uns jetzt damit erstmal in aller Ruhe beschäftigen, hier den ganzen Kram mal zu durchforsten. Und hier unten haben wir jetzt noch nicht angefangen. Gut, dann machen wir mal. Ich hätte nämlich jetzt gerne vor, das in dieser ganzen Aufteilung irgendwie noch hinzukriegen. Das wird, glaube ich, nichts. Aber wenn wir wenigstens so einen gewissen Teil hier schon mal haben. Weil immer, ne, dieses hier. Ja, du siehst halt nicht oder weißt halt nicht, ob du das schon warst oder nicht warst. Aber anscheinend.
Ja, guck mal, siehst du, wieder ein Topf. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, hier geht es hoch. Es hat keinerlei Sinn, aber schön, dass wir hier hoch durften mal. Das ist okay. So, wir waren ja da oben. Und da oben waren wir jetzt auch. Siehst du, das ist alles noch zum Öffnen. Das ist gut. Ich finde es auch schade, dass wir diese nicht fahren können. So, und wir werden auf jeden Fall. Da, hier hast du schon wieder kein Schneegeräusch. Also. Kann sein, dass wenn ich einmal neu starte, so sich das korrigiert, aber. Ich glaube eher, das liegt einfach am letzten Patch. Wenn du zum Beispiel. Okay, das siehst du jetzt hier nicht. Vorhin beim Baumstamm stand alles unten in Japanisch, wo ich mir dachte, okay. Das war vorher auch nicht. So, fünfmal Lehm. Kalkstein zweimal. Stein eine. Silbererz auch eine. Sehr schön, sehr schön. Kalkstein wäre mir am liebsten. Einfach nur alles Kalkstein. So, Silber. Drei. Eisen zwei. Kohle. Viermal Kohle. Ja, wunderbar. Das läuft. Das wäre ja echt cool, wenn sich das einfach mal immer wieder resetten würde. Das wird zwar nicht der Fall sein, weil wir es ja leider nicht so eingestellt haben, aber ja. Ne? So, da draußen sind eigentlich auch noch Erze zu holen. Ja, tut mir echt leid. Also eigentlich sollte das ganze Boost ja nicht aufeinander sein, aber ich komme gar nicht so schnell dazu, mal zu pausieren und alles. So, jetzt komme ich hier wieder rauf. Ist auch nichts. Alles klar. Das hätten wir. Oh oh. Da hat er gelackt. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Zum Glück macht ihr ja immer Geräusche. Das ist immer das Hilfreichste hier. Trotzdem komisch, wo der jetzt herkam. Alles klar. So, wir sind jetzt hier. Da an dem Ding, an diesem Kran könnte man theoretisch hochklettern. War echt ätzend, dass hier gerade kein Sound ist. Aber das ist nur theoretisch, was du da hochklettern kannst. Gut, Stein. Eine. Einmal Aluminium. Zweimal Stein. Können wir alles gebrauchen. Gott sei Dank können wir das alles gebrauchen. So, oh, jetzt wird's aber hier. Eisenerz, vier Stück. Silbererz, einer. Kohle, fünf. Kalkstein, drei. Kupfer 1, Silbererz 3, Lehm 3, Salpeter 5, Eisenerz 4, Lehm 2, Kalkstein 1, ach Mann, kannst du nicht mal ein bisschen mehr Kalkstein rausrücken? Hallo, oh oh. Oh oh oh. Oh, speichern. Das gefällt mir überhaupt nicht. Der zittert gerade ganz stark. Huhuhu. Nicht, dass der gleich abschmiert. Das wollen wir überhaupt nicht. Stein. Einer Kohle ein. Mann, guck mal, was es hier alles gibt. Stein 4. Lehm 5. Kalkstein 3 immerhin. Kalkstein nochmal einer. Stein 5. Sehr schön. Aluminium Nummer 3, Eisen 3, heftig. Nochmal dreimal Lehm. Gleich müsste die Tasche voll sein. Ja, noch nicht ganz. Lehm nochmal 4. Eisenerz 1. Nochmal 3 Eisenerz. Kalkstein 3 Stück, wunderbar. Kupfererz nochmal 3 hinterhergeschmissen. Kalkstein nochmal 2, ja, genial. Und nochmal 4 Steine. Oh, man hat's ja. Eisenerz 5 Stück. Jetzt sind wir voll. Schmeißen wir den kurz raus. Oh, hat nicht ausgereicht. Ja, komm, dann schmeißen wir die drei Steine nochmal raus. Die holen wir uns gleich wieder. Guckt euch doch mal an, was es hier alles gibt. Das ist Wahnsinn. Echt genial. So, und bevor wir unser Auto vollmüllen, können wir ja erstmal alles in die. Achso, ich dachte, da wäre jetzt was gewesen. Können wir mal erstmal alles in die Truhen schmeißen.
Und dann halt nach und nach immer hierher fahren und das wegholen. Da, via Sound. Ganz komisch da drin irgendwie. Ziemlich merkwürdig. Aber das Gute ist, wir haben Kohle. Also Kohle ist echt gut, dass wir das jetzt so schön hinherbekommen haben. Auch noch nebenbei noch Holzkohle, finde ich auch sehr schön. Das lohnt sich, das ist gut. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt einiges zu tun haben. Bei der nächsten Aufnahme würde ich sagen, machen wir auch direkt da weiter. Wir können auch nochmal direkt testen. Sehen wir ja gleich beim nächsten Mal, wenn man hier speichert, ob die dann auch gleich wieder direkt alle da sind oder nicht. Ich denke mal schon. Auf jeden Fall wissen wir, Entschuldigung, auf jeden Fall wissen wir hier dieses Ding. Das ist so eine Abbaustation, wie auch immer. Also hier wird man reich belohnt mit allen möglichen Erzen und was man braucht. Besonders Kalkstein. Jetzt noch nicht so herausragend, aber es ist immerhin. Es kommt. Ne? Vielleicht ist auch in der Nähe hier die Erze, die es noch so gibt. Vielleicht ist das eine oder andere auch noch Kalkstein, was man abbauen kann. Da irgendwie vielleicht drunter oder so. Ich weiß das nicht. Aber Kalkstein, wie viel haben wir denn jetzt? Schon mal 15. Immerhin. Das wird langsam, weil wir müssen ja noch ein bisschen Glas herstellen und so weiter, ne? Gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und da sind wir leider auch schon am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo und ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.